Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Starbound. Ich habe in der letzten Folge ein neues Schwert gefunden mit ziemlich coolen Glitzereffekten und ziemlich cooler Attacke. Also Spezialattacke. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Wir machen heute noch ein bisschen Peacekeeper-Zeug. Wir sind ja auch schon in der Nähe hier, flattern wir gleich hin. Das machen wir erst danach dann. Das ist wieder wahrscheinlich eine meiner Lieblingsaufgaben, wird das werden. Durchs All flattern mit dem Mech. Das ist eh die letzte. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und dann probieren wir mal das Schwert richtig aus. Ja, wir haben bis jetzt noch nicht viel damit machen können, außer, glaube ich, einen einzigen Käfer plätten. So, runter mit uns. Rein da in die Action. So. Target Signature suchen, so wie immer. Hüpfen wir mal ins Wasser. Hoffentlich ist es die richtige Richtung. Oh, bleib mal weg. Irgendwie glaube ich, wir sind ein bisschen falsch. Müsste eigentlich schon lange was auftauchen, glaube ich. Ah, jetzt, okay. Doch, wir sind richtig. Das ist ja schön. Das freut mich. So, raus. Da oben ist er. Hallöchen. Das Ding macht schon guten Schaden. Aber das Vieh auch. Ich setze nochmal so ein, keine Ahnung, Gravitationsfeld oder was auch immer, Abstoßdingens. Bin mir nicht ganz sicher. Aber, Mensch. So. Schön. Also rumst. Nehmen wir mit. So. Sehr cool. Dann gehen wir wieder nach oben. Werden wir ja ein bisschen automatisch geheilt im Schiff. Perfekto. Dann gehen wir wahrscheinlich gleich hier hin. Mal gucken. Ist ja gerade da vorne. Also ja, was heißt da vorne? Einmal so quer durch. Attacke. Irgendwas hinter uns. So, Verona. Und rein. Ich schätze mal, das ist jetzt auch wirklich dann der letzte Zirkel mit Peacekeeper-Aufgaben. Dann haben wir es eventuell endlich komplett geschafft bei denen. Ich wäre auch nicht böse drum, wenn ich das Rumflattern hier nicht mehr machen muss. Aber ich finde den Rest der Aufgaben eigentlich schon ziemlich nice. So ein bisschen Kopfgeld. Man kriegt auch gut Pixel zusammengekratzt. Ist schon ziemlich genial gemacht. Auch dass die immer umziehen und dann ein neues Gebäude bekommen, ist auch ziemlich cool. Ich feiere das schon. So, Pixel, Pixel, Pixel. Apropos, wie viel habe ich denn? 16.000 schon wieder. Krass. Wieso steige ich aus? Ups. Gefährlich. Oh Gott. Oh nö, oh nö, oh nö, ey. Erstmal, ja, voll zwei von denen auch noch. Schön. Ach, drei. Warum auch nicht? Sonst wird mir ja langweilig werden. Oh, schön. Perfekt reingeflogen. In die Grütze. Ah, hört halt auf. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Also so zwei Gegner weniger wäre manchmal schon nicht schlecht. Ja, ich will mich nicht beschweren. Wahrscheinlich macht es mir insgeheim sogar Spaß hier, so Zeug, ne? Wer weiß. Ne, ist schon heavy manchmal. Also vor allem bei 12.000 Viechern hier gleichzeitig. Dann noch diese Nervsägen hier. So, ich bleibe jetzt hier in dieser Ecke hängen und werde von hier aus kämpfen. Ist mir Bums. Solange ich den Schießerich da irgendwie kaputt krieg. Schön. Okay, vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Leben. Na, gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Mach's doch nicht so spannend, Mensch. Oh, cool. Tschüss. Na, wir machen jetzt die ganze Zeit weiter hier. Irgendwann haben wir's.
Was? Oh, ich hätte mich vielleicht noch heilen sollen. Hä? Was wir besiegt haben, ist ja weg. Sieht man ja. Wir haben jetzt eigentlich hier nur noch einen kleinen Probler. Und natürlich wieder so ein doofes Blitz da unten. Kommt mal mit hier rein. Hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Weg, 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 weg. So, schön. Wäre auch ziemlich geil, wenn jetzt das Ding gleich kommen würde und nicht noch 80.000 Gegner. Ein Geschütz, okay, das lassen wir mal so stehen oder da hängen, wie es da rumhängt. Ich fliege mal hier innen durch. Vielleicht nicht die beste Idee, wer weiß. Na, weg. Geht weg. So viele von diesen Meteorgesichtern. Da kann man echt froh sein, wenn man den Bohrer wieder an seinem Mech dran hat. Also wirklich. Das hier mit zwei Fernkampfwaffen wäre, glaube ich, mega stressig. Da dürfte ich mich noch 10-mal hochporten wahrscheinlich. Gut, raus und weiter. Geschütz gekonnt ignoriert. Da sind wir. Perfekt. Schöne Sache. Hallo. Ja, bleib mal da drin stehen. Das tut gut, habe ich gehört. Was ich ziemlich cool finde bei diesem Schwert ist, es greift wieder ein bisschen schneller wie das Flammenschwert an. Aber ich muss noch ein bisschen drauf klarkommen. Ist halt jetzt wieder was ganz anderes, nachdem ich irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 40 Folgen lang wahrscheinlich das gleiche Schwert hatte. Ich habe mich ja gar nicht geheilt vorhin. Oh mein Gott. Der Profi, der Profi. Ey, was war das denn für ein Action? Ja, komm her. Knilch. Das greift wieder echt schnell an. Da hat man wieder eine ganze Angriffsabfolge sogar. Das ist ziemlich cool. So. Er ist auf Akubens Order 5 abgehauen. Das hält mich nicht davon ab, hier alles zu looten. Ich sag's euch. Der Schranz gehört mir. So. Perfekt. Schön, dann gehen wir wieder hoch. Und gucken, wo die nächste Quest ist. Wir nehmen am besten gerade die hier. Zack, verfolgen. Ach, da ist noch eine. Ach, das ist wahrscheinlich die, oder? Ja. Dann gehen wir doch gleich dahin. Bleiben wir dran. Ich hätte gedacht, da wäre ein anderes System abgehauen, aber es ist gerade um die Ecke wieder. Das ist ja praktisch, praktisch. So, ich muss natürlich noch ranfliegen, sonst wird das nix. So. Perfekt. Nein, nicht mit dem Mech. Naja, ist egal. Ist egal, passt schon. Okay, das ist... ein bisschen weird. Lasst ihr mich in Ruhe? Oder greift ihr mich an? Letztes Mal hat da einer runtergeschossen. So, search for clues. Ich versuche mein Bestes. Ich habe wieder ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh nö, ey, muss das sein? Okay, ich port mal hoch und mach die anderen Aufgaben. Vielleicht finden wir noch den Tresorcode für dieses Ding. Wenn nicht, müssen wir nochmal neu starten. Hm, das ist immer das größte Problem an diesen Peacekeeper-Aufgaben. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Sprung. Könnte ja sein, dass wir jetzt da diese Clues nicht suchen können, beziehungsweise weil wir noch welche brauchen, um da reinzukommen und das dann vielleicht geht. Wird sich zeigen. Hier sind auf jeden Fall wieder zwei Aufgaben, das ist sehr gut. Und ein Hostel Ship. Da werden wir eventuell auch noch hingehen. Muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ja, so. Deploy. Runterbeamen. Schöner Planet. Fängt auch gar nicht gefährlich an hier. Mit der ganzen roten Suppe. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist schön. Oh, holla, die Waldfee ist ja geflogen. Ach.
Der ist so weggeflogen, dem springe ich jetzt nicht hinterher. Ja, die kassieren echt gut. Aua, Mensch. Aua, 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 aua. Oh, das ist dieser Feuerregen. Da habe ich ja sehr viel Bock drauf. Naja, zum Glück ist hier ein Häuschen. Weg. Schlitzi Schlitz, weg mit dir. So, perfekt. Hätten wir erledigt. Den da oben holen wir uns auch noch. Diesen Kriminellen. Sehr schön. Bisschen Kohle noch. So, und hoch. Aus dem Dach raus. Perfekt. So. Dann gucken wir doch mal, was die nächste Aufgabe ist. Da muss ich zu dem System fliegen. Na, es ist sogar gerade Abea. Oder wie auch immer ich das aussprechen soll. Abea. So, jetzt holen wir uns erstehen und dann gucken wir uns das Schiffchen an. Mal gucken, was dabei rumkommt. Wir haben noch ein bisschen Chili gegessen. Schön, ein bisschen warmes Gefühl im Magen. Perfekt. Und runter. So. Oh, geil. Ja, in die Richtung stimmt schon mal, aber ich muss hier erst zubauen. Ich nehme mal den trockenen Sand, den kann ich eh nicht groß gebrauchen. Auf dem Kolonieplaneten. Für irgendwas. Gut, machen wir zu das Ding. Wir nehmen mal noch ein bisschen Lava mit. Mal wieder. Schön. Hüpf. Was ist das? Ah. Eine Bone Boo. Oh, hallöchen. Du siehst komisch aus. Du machst mir ein bisschen Angst. Was machst du denn? Oh. Der macht Schaden auf jeden Fall. Der macht gut Schaden. Holla, die Waldfee. Der hinterlässt überall so ein blödes statisches Feld, Mensch. Weg. Das ist wieder... Stimmt, die konnten sich aufteilen, die Viecher. Übel. So, dann gucken wir nach Hexan. Und dann gucken wir, ob wir da jetzt noch einen Hinweis finden. Wenn nicht, können wir neu starten. Ah ja. So. Abflug. Ich habe, glaube ich, keinen Türcode. Oder habe ich einen bekommen und habe es nicht gesehen? Oh. 2043. Ich habe ihn sogar. Ich, Dulli. Ah. Okay, dann müssen wir eventuell doch nicht neu starten. Ah, schön. Schön, schön. Egal, jetzt machen wir erst die Quest hier. Fertig. Mann, Mann, Mann. So, runterbeamen. Lucky Lucky machen. Ich höre schon irgendwelchen Alarm. Da ist ein Gefängnis. Sehr gut. Schon wieder ein Gefängnis. Ich glaube, Gefängnis habe ich bis jetzt am häufigsten von allem gefunden in diesem Game. Ist jetzt auch schon länger her, aber Gefängnisse, keine Ahnung, das wie viel. Das ist sicher das 7. 6., 7., vielleicht sogar das 8. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da bin ich gefühlt, jeden Planeten, wo ich hingesprungen bin, war irgendwo ein blödes Gefängnis. Das kenne ich auch schon. Dann weg damit. Das nehme ich mit. Vielen Dank. So. Natürlich ist er in die andere Richtung. Weg mit dir. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Gefängnis ablaufen will. Aber eigentlich schon. Looten und leveln. Nur irgendwie ohne Leveln. Hört mal auf, ihr Knilche. So. Ja, ich wollte euch nichts machen. Ihr wollt mir ja was machen. Diese Fieslinge. Oh. Ah, ich mag das nicht, wenn die hinter einen stehen. Weg. Was ist das denn? Schaukastenlampe. Also, ich habe immer noch das Problem mit dem vollen Inventar, ne?
Sehr gut, zum Glück habe ich mein Zeug mal irgendwo abgelegt, gelagert. Ist das neu? Nö, da bleibt hier. Ja, ja, mach die Tür hinter dir zu, wird das Beste sein. Autsch. Na, weg. Hoffentlich haben die hier noch irgendwo was richtig, richtig Gutes, für das sich das auch lohnt. Na gut, ich meine, die Waffen, die ich kriege, die kann ich zu Geld machen. Das passt schon. Runter vom Dach. So. Gleich mal einer an den Hinterkopf zementieren. Nicht mal richtig begrüßt, gleich einer an den Kopf. So gehört sie das. Weg. So. Kommen wir hier. Da könnte was Gutes drin sein. Speziell magnetische Armschienen zum Werfen und Fangen von speziell entworfenen Kugeln. Eine Legendary Waffe. Das will ich mir angucken. Oha. Und ein Schild? Was? Was? Ist das geil. Das muss getestet werden. Hallo. Okay, so viel Schaden macht es nicht, aber es kommt zurück. Geflogen. Naja, so geil ist es wohl nicht. Aber ich habe ein Schild, den muss ich auch noch testen. Hallo. Oh. Ach, die Orbs kosten keine Energie, nur das Schild, oder wie? Kann ich aber nur machen, wenn alle Orbs da sind. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das Allergeilste, aber interessant ist es auf jeden Fall. So, Raketenwerferchen bleibt wohl doch top. Top-Tier-Waffe. So. Nicht hinter mich springen, das ist unhöflich. So. Nicht auf den Kopf springen, das ist auch nicht nett. Weg. So. Gut. Was haben wir hier oben noch so? Ah, ein gesprengtes Klo, sehr schön. Ein Verbandskasten, dankeschön. Ja, fliegt vom Dach. Kommt der unten wieder rein? Reingelatscht. Oh mein Gott. Spezialist. Nee, kommt wohl doch nicht. Muss ja eh wieder in die andere Richtung dann. Eigentlich wollte ich hier lang. Also in solchen Türen solche Engpässe machen ist schon ziemlich nice, nur leider laufen die viel zu selten da rein. Aber ich sage jetzt mal, das ist ja auch nicht die Welt, was diese Fähigkeit Schaden macht, ne? Aber es ist cool. Sie stößt Gegner weg oder die bleiben teilweise drin stehen, weil sie irgendwie nicht kapieren. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin hier. Bin schon hergekommen. So. Hello. So. Perfekt. Was ich mal testen sollte, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Bekommen die mehr Schaden, wenn die da drin stehen? Oh, so natürlich nicht. Och Mensch. Okay, wir testen es am nächsten, der vielleicht stehen bleibt. Naja, vielleicht auch nicht. Lauf mal rein. 31, 16. Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, ist Standardschaden. Dann geht es wohl einfach nur ein bisschen um diesen schwachen AOE-Effekt. So, haben wir es dann gleich geschafft mit dem Gefängnis hier oder nicht? Doch, aber ich muss nochmal hier lang, sonst komme ich nicht mehr richtig ins Gebäude. Autsch. So, was haben wir hier noch versteckt? Suchscheinwerfer, irgendwelche Notizen, das kennen wir wahrscheinlich auch schon, das Ding. Ja, bereits bekannt. Schade, nichts Neues gefunden. Aber ich habe 19.000 Pixel, das ist auch nicht schlecht. Okay, wir sind durch. Dann können wir wieder in die andere Richtung.
Ja. Könnte sich nur um Stunden handeln. Nee, es geht, glaube ich, flotter. Noch ein bisschen was essen. Ich muss sagen, diese Alienfrüchte, die geben echt gut, echt gut Nahrung, ne? Das ist schon krass. So. Das ist schon ziemlich nice. Dafür, dass die, glaube ich, von Bäumen fallen. Ich glaube, die waren von Bäumen, ne? Ist schon nicht verkehrt. Verschlecht, genau. Das ist nicht verschlecht. Schön. Runter. Nicht hoch. Unten bleiben, bitte. So, jetzt gucken wir mal, wo der Hexan steckt. Hier noch ein bisschen Warzkraut mitnehmen. Das war knapp. Das hat gerade noch ein bisschen gekitzelt. Da ist er auch schon. Ach, da kann ich hochhüpfen. Ich dachte gerade, wie soll ich da hochkommen? Ich dachte, da wäre zu. Ist es gar nicht. Das Spiel veräppelt mich einfach nur schon wieder. Komm, gib auf. Hast eh keine Chance. Ab ins Gefängnis. So. Tschüss. Perfekt. So, hochbeamen. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir noch die Hotwire Storm Shield hinter dem Tresor. Und dann haben wir das geschafft. Aber liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geil. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Würde mich persönlich megamäßig freuen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut auf dem Kanal vorbei, lasst Likes, Kommentare, Abos da, drückt aufs Glöckchen etc. pp. Ist wie immer alles freiwillig, ich zwinge euch zu nichts. Ich wünsche euch eine megamäßig geile Zeit, haut rein. Ciao, ciao.